Hey Leute, Tobson hier und ich habe vor kurzem wieder mit Ghost Recon Wildlands nach langer Zeit nochmal angefangen, diesmal auf der Xbox und mir ist mal wieder klar geworden, was für eine geile Militär-Open-World-Sandbox Ghost Recon Wildlands für die Konsole eigentlich ist. Auch wenn Ghost Recon Breakpoint vom Movement her, von den ganzen Animationen, vom Gunplay und auch den Ausrüstungsmöglichkeiten deutlich fortschrittlicher und auch verbessert wurde im Vergleich zu Wildlands, bietet Wildlands immer noch das komplettere Gesamtpaket und man fühlt sich einfach in die Welt hineinversetzt. Das Szenario, und das sage ich immer wieder, ist viel, viel greifbarer als bei Breakpoint. Es fühlt sich einfach echter an. Und gerade für Leute, die vielleicht gerade im Zwiespalt sind zwischen Breakpoint und Wildlands und auch wenn ich in vielen Sachen Breakpoint auch deutlich besser finde, gerade von den Animationen her, muss ich einfach sagen, wenn ihr euch in den Zwiespalt befindet, was hole ich mir, Breakpoint oder Wildlands, dann solltet ihr anfangs vielleicht zu Wildlands erstmal greifen, weil das Gesamtpaket ist einfach viel, viel besser. Und das Gameplay hier im Hintergrund zeigt eigentlich gerade perfekt auf, wie atmosphärisch besser Wildlands denn immer noch ist. Ich hocke hier mit meinen KI-Teammates auf dem Dach und habe einen Feuerkampf gegen KI-Feinde von Dach zu Dach über gewisse Distanzen. Im Hintergrund fahren Fahrzeuge durch die Gegend, auf den Straßen laufen Zivilisten rum. Sowas hat man zum Beispiel im Breakpoint gar nicht, weil man einfach kaum Zivilisten in der Welt verteilt hat und wenn dann nur in den größeren Bereichen und das auch nur minimal und die reagieren letztendlich auf viele Sachen gar nicht richtig. Das ist in Wildlands wirklich 10-mal besser gemacht und viel mehr atmosphärischer und greifbarer. Und was man sich jetzt vielleicht auch mal gerade im Jahr 2023 vor Augen halten muss, dass das Spiel jetzt schon über 6 Jahre alt ist. Das Spiel kam im März 2017 raus, das ist jetzt schon weitaus über 6 Jahre alt und auch jetzt noch immer ein Top-Spiel und ihr kriegt wirklich durch kleines Geld extrem viel Spielzeit und Spielspaß geboten, gerade im Koop mit Freunden oder auch alleine. Als Singleplayer macht das Spiel immer noch extrem Spaß. Ich spiele das Spiel gerade primär tatsächlich auch alleine mit KI-Teammates und habe immer noch einen riesen Spaß. Das Spiel gibt es gerade, glaube ich, im PlayStation Store als Standardedition für 9,99 € und die Ultimate Edition mit allen DLCs dabei plus noch zusätzliche Ausrüstungsgegenstände, die mit in den DLCs dabei sind. Die sind auch dabei und das kriegt ihr für 19,99 € mit allen DLCs, mit das Fallen Ghost DLC. Für 19,99 € habt ihr weitaus vielleicht über 200 Spielstunden Spielspaß. Und das ist eine Sache, die kriegt man von den aktuellen Spielen, die rauskommen gerade, nicht unbedingt. Natürlich braucht man bei Ghost Recon jetzt nicht damit rechnen, dass man ein Arma 2.0 kriegt. Auch wenn es eine Militär-Open-World-Sandbox ist, ist das natürlich Welten entfernt von Spielen wie Arma und Co. Das sollte klar sein, dafür ist das Spiel zu arcadig. Dafür ist das Spiel nicht Taktik-Shooter genug, sage ich jetzt mal. Das Spiel ist eher ein Taktik-Shooter-Light. Aber man kann sich das Ganze auf jeden Fall erschweren und deutlich immersiver machen, indem man zum Beispiel, wie ich das mache, das HUD nur auf Minimaleinstellungen stellt. Ihr könnt zum Beispiel das so machen, dass das HUD nur noch die Munitionsanzeige anzeigt, die wirklich wichtigen Sachen, dass ihr die ganzen Gegnermarkierungen ausschaltet, damit ihr die Gegner selber aufklären müsst und die euch nicht auf der Map markiert werden. Ihr könnt die Gegnerwolken auf der Map markiert werden, damit ihr auf der Map nicht mehr grob seht, wo sich Feinde befinden. Das erschwert das Gameplay wirklich immens und es macht das Ganze wirklich extrem immersiver, weil ihr einfach selber die Augen offen halten müsst nach Feind. Und da kann das auch schon mal gut passieren, dass der Feind euch dann in den Rücken fällt, wenn ihr Pech habt. Und das ist natürlich eine Sache, die das Gameplay dann doch wiederum ein bisschen taktischer machen. Was das Gameplay natürlich auch ein bisschen flüssiger machen würde, aber das ist jetzt nur meine persönliche Meinung, aber Breakpoint hat es ja auch hinbekommen, dass wir einen Performance-Modus für die Konsolen vielleicht bekommen. Denn wir haben ja in Breakpoint bereits, was natürlich der neuere Teil ist, ist klar, dass der da eher den Support kriegt. Denn im Breakpoint haben wir auf den Xbox Series Konsolen und auf der PlayStation 5 einen Performance-Modus, wo wir 60 FPS haben. Weil aktuell ist Wildlands immer noch auf den Next-Gen-Konsolen auf 30 FPS gelockt. Wobei wir natürlich da wissen, dass die Konsolen auf jeden Fall 60 FPS schaffen würden, weil Breakpoint ist ja auch in 60 FPS machbar. Das wäre auf jeden Fall so ein Ding von Ubisoft, was nochmal cool wäre für die Ghost Recon Community, dass die Konsolenspieler, auch wenn ich das Spiel selber auf dem PC spielen kann und auch auf dem PC besitze, dennoch eine 60 FPS Version bekommen oder eine Performance
Boost-Version oder meinetwegen auch ein Performance-Modus, so wie das ein Breakpoint ist, dass wir da ein paar mehr FPS haben. Das wäre auf jeden Fall schick. Cool in Wildlands sind übrigens auch die Nebenmissionen. Unter anderem die CQB-Mission, wo ihr Santa Blanca-Häuser aufsprengen könnt, stürmen müsst, den Feind darin vernichten müsst und dann ein Computerterminal hacken müsst. Das sind diese sogenannten CQB-Missionen, so nenne ich sie zumindest, weil es einfach Häuserkampf ist und das Ganze extrem Spaß macht. Ihr habt verschiedene Türen, die ihr aufsprengen könnt, also ihr könnt verschiedene Einbruchstellen wählen, ob ihr jetzt oben im Gebäude reingeht oder unten eindringt ins Gebäude. Das ist richtig, richtig cool und da gibt es sogar einige von in Ghost Recon Wildlands und das nicht gerade wenig. Und das ist auf jeden Fall eine coole Nebenbeschäftigung nochmal und eine coole Art von Nebenmission. Das hat man dann später bei Breakpoint versucht auch mit reinzubringen beim Ember Sky Update. Das aber nur bei ein paar Hauptmissionen und das waren auch nicht wirklich viele. Und das waren auch, glaube ich, nur 3 oder 4 Gebäude, wo man die Türen aufsprengen konnte. Und die waren nicht ansatznah so gut wie die hier in Wildlands. Und was man in Wildlands auch richtig gut machen kann, sind Distanzkämpfe, also sprich Scharfschützen-Gameplay oder generell Feuerkampf auf Distanzen. Das funktioniert in Wildlands viel besser als im Breakpoint, weil im Breakpoint der Bullet Drop einfach wirklich komplett kaputt ist. Der ist so extrem, dass Distanzkämpfe richtig schwierig sind oder teilweise sogar auf manche Distanzen einfach unmöglich sind. Und das ist echt uncool und ich verstehe auch bis heute nicht, warum das im Breakpoint nicht gefixt wurde. Und Breakpoint macht wirklich gameplaymäßig, auch von den Animationen her und auch optisch natürlich, so viel besser als Wildlands, weil das ist wirklich deutlich fortschrittlicher vom Movement her und auch von den Customize-Möglichkeiten ist das nochmal eine Stufe besser als Wildlands. Aber Wildlands schafft es einfach, das Gesamtpaket viel besser darzustellen und dadurch macht Wildlands auch einen Ticken mehr Spaß, weil es einfach das bessere Gesamtpaket ist. Es ist einfach die bessere Atmosphäre und das kriegt Breakpoint halt in dem Maße leider nicht hin. Also ganz klarer Tipp von mir, auch im Jahre 2023, wenn ihr ein gutes Open-World-Game sucht mit ein bisschen Militärflair, dann versucht es auf jeden Fall mal mit Ghost Recon Wildlands. Und mal gucken, vielleicht gibt es ja in nächster Zeit nochmal den ein oder anderen Loadout-Guide zu Wildlands, weil ich habe wirklich wieder richtig Spaß gefunden an dem Spiel. Ich werde jetzt nichts versprechen, aber vielleicht kommt ja nochmal der ein oder andere. Schreibt mir mal in die Kommentare, wenn ihr da Bock drauf habt und schreibt mir mal eure Meinung zu Wildlands jetzt im Jahr 2023 in die Kommentare. Haut rein, bis zum nächsten Video und ciao.